feine Bärlauchgröße vom Vasenhof. Nun geht's in den Frühsommer oder in den späten Frühling und schaut mal, was ich heute entdeckt habe. Ich muss mal die Blätter wegtun. Hier unten hat es die ersten Knospen. Und wenn die Knospen vom Bärlauch kommen, dann heißt es wieder aufpassen. Der Aronstab ist jetzt kein Problem mehr, den kann man locker erkennen. Aber ab jetzt, wenn die Blüten kommen, und bei mir sind das wirklich die ersten Blüten, ab jetzt gibt es eventuell schon Maiglöckchen. Sprich, die Maiglöckchen, die kommen dann, wenn der Bärlauch seine ersten kleinen, zarten Blütchen schiebt. Und wenn ihr mal hier schaut, man kann so ein Blütchen auch ganz wunderbar auspflücken. Ganz ein bisschen ziehen. Und diese Knospen, die schmecken ganz wunderbar. Sie haben auch einen dreieckigen Stiel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also auf jeden Fall sind sie ganz, ganz lecker. Und ihr könnt sie wunderbar in den Salat tun. Auch die Blütenstiele schmecken wie zarter, knoblauchiger Schnittlauch. Und ab jetzt, wenn ihr ganz sicher sein wollt mit dem Sammeln, dann sammelst du am besten jetzt nur noch die Blütenknospen und die Blüten nachher, die jungen Zwiebelchen und die Blütenstiele ganz fein. Denn jetzt demnächst kommen die Maiglöckchen. Und die Maiglöckchenblätter sehen dem Bärlauch leider sehr, sehr ähnlich. Und sie wachsen an der gleichen Stelle. Sicher riechen sie nicht nach Bärlauch, aber wenn du 2, 3 Blätter Bärlauch gepflückt hast, dann hast du so viel Bärlauchduft an den Fingern, dass du gar nicht mehr riechst, dass das zweite Blatt nichts hat. Also ab jetzt, wenn ihr schon Blüten und Knospen habt, bitte vor allem Blüten und Knospen sammeln. Es lohnt sich, sie sind sehr lecker. Und im nächsten Jahr gibt es ja auch wieder ganz viele Blätter. Die Blätter werden nicht giftig, aber sie werden jetzt mit dem Maiglöckchen verwechselbar. Wenn bei uns Maiglöckchen kommen, dann zeige ich es dir nochmal. In diesem Sinne eine gesegnete Zeit und alles Liebe vom Vasenhof. Eure wilde Kräuterfee Christine.